Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Heute, kommen wir zu etwas sehr, sehr Interessantem, denn Shogun hat sein Comeback gemacht. Razor's Edge und Bitch Please, produziert von Twins, bei Twins Prod, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich so Twins Production, so. Neo und Ask Production. Okay. Bin ich mal gespannt, Diggi. Bin ich ehrlich. Da bin ich echt mal gespannt. Endlich das Comeback des Shirushi Owners nach fast einem Jahr ohne Releases. Shogun ist wieder back. Jawohl. Finally. Ja, muss man auch dazu sagen. Finally ist auch wieder da. Artist, Shogun, Video bei Mio und Diego. Beat habe ich ja gerade schon erzählt. Thumbnail von Mio und Diego. Mix und Master bei Pask. Cover bei Digital FX1. Razor's Edge auf Spotify und Razor's. Und Bitch Please auf Spotify. Jawoll. Genau, hier nochmal die ganzen Shiroshi-Member. Akasha, Gohan, Takumi. Digital Evans, Yuji, Fast Production, Mundiego, Akaya, LXN und Jispo sagt mir leider gar nichts. Tatsächlich. Sagt mir tatsächlich nichts gerade. Und natürlich ist das Ganze hochgeladen auf dem RMX Diego Kanal. 4 Minuten 53. Wait a damn minute. Aber ich kurz was nachgucken. Zwar. Ob die beiden Songs auf Dingens irgendwie anders. Okay, 2:41. Achso, bin schon drauf. Und 1:26, okay, dann kommen 4 Minuten. Okay, dann kommen 4 Minuten 53 ungefähr hin. So, bevor wir aber hier irgendwas machen, müssen wir das mit dem kurz so machen. Das mit dem kurz so machen. Ja, und Sortierung in die anderen jeweiligen Playlists mache ich dann später. Gut, aber ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange rum. Oh, wir starten direkt rein. Ich bin gespannt. Let's go. Hand an der Razor's Edge. Ja, man, viele Dornphasen. Hand an der Razor's Edge. Ja, wir plagt von den Fragen. Mit Hand an der Razor's Edge. Plante ich mein Comeback. Shogun ist wieder back. Lang zurückgezogen, back in business. Die Fragen, wo ist Shogun, der statistisch? Ich war ungelogen, tief mit vielen Drogen, voller Depressionen, ja und in Netflix. Warum hab ich das getan? Safety checks nicht. Doch ich war die ganze Zeit weiter am Fallen für die vollendete Perfektion meiner Werke und meiner Silex voller Leidenschaft und Tatendrang wie ein Flex. Hörst du meine Songs, sag nicht, du kennst mich. Shiroshi, mein ganzes Herzstück. Hab so viel gesehen, auch so viel erlebt. Was das Leben gibt, nichts als Schmerzen. Am Ende passt auf der Tetris. Captured wie im Gefängnis und innerlich am Sterben. Ist das mein Ende oder komm ich zu Kräften? Hand an dem Razor's Edge. Ja, ich spiel mit my life. Hand an dem Razor's Edge. Depression und mich ein. Komme ich zurück oder ist es vorbei? Hand an dem Razor's Edge. Und das die ganze Zeit. Hand an dem Razor's Edge. Hand an dem Razor's Edge. Hand an dem Razor's Edge. Plante ich mein Comeback. Muss halt dazu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass Razor's Edge irgendwas mit einem Anime zu tun hat, von dem ich keinen Plan habe, weil ich, ne, ich gucke keine Animes. Deswegen, ich kann eigentlich relativ wenig damit anfangen, tatsächlich.
Ich muss eine Sache machen. Ich muss bei OBS hier mal ganz kurz leiser machen, die Aufnahmespur. Und bei mir auf jeden Fall lauter. Weil das Headset ist scheiß leise und das regt mich voll auf. Das andere kann ich gerade nicht benutzen, weil das nicht aufgeladen ist. Das triggert mich. Ach, jetzt geht das nicht. Ah, der leckt. Naja, wirklich. Egal. Ich kenne einen anderen Trick. Aber was ich sagen kann, der Double Time Part so ein bisschen, hier so Richtung Anfangsstelle, der war geil. Der war geil. Der hat richtig gut geballert, bin ich ehrlich. Da, der hat ordentlich geballert, bin ich ehrlich. Ich denke mal, jetzt kommt Bitch Please. Jetzt haben wir so einen kleinen Chatverlauf zwischen Pass Production und ihm. Wow, komm, wir lesen das mal mit, Diggi. Wir lesen das mal mit. So. Bro, ich bin endlich wieder back. Endlich. Aber Bro, hier steht, dass du noch was vergessen hast. Ei, sind das. Kommen jetzt so die Dingens, die Dislines, die er mir schon so ein bisschen geteasert hat. Weil er sagte nämlich, ich soll auf das Video reagieren. Damit ich die Lines verstehe. Aber das hatte er nicht direkt geschrieben, sondern mir als Sprachnachricht geschickt. Okay. Aber warte mal, die Songs gehen insgesamt wie lange? Ich weiß es gerade gar nicht, wie lange die gesamt gehen, aber das Video geht 4:53, Alter. Soll ich vergessen haben? Der große Knall, du weißt schon. Ah. Ey, ich bin dick gespannt, was Boah, das sieht auch irgendwie geil aus, Digga. Auf dem einen Bildschirm Shogun offen, auf dem anderen RMX Diego. Ach, guck mal, Oprah GX, Diggi. Oprah GX. Sehr schick. Okay, er hat ein Foto geschickt bekommen, was wir nicht sehen, sondern nur er. Boah, Digga, ich bin gerade so gespannt, was da jetzt kommt, ne? Auch in Zukunft, was da jetzt kommt. Wenn das jetzt so gesehen die der, ich sag jetzt mal, Teaser zum zweiten Song ist, Digga, oder hat der bisschen, hast du Kinofilm damit gemacht, Digga? Was hast du gemacht, Diggi? Sag mal. Yeah, okay. Dreckiges Rappenkind, ich werd dich nicht versöhnen. Part wird ein Schockmoment, Chidori, tausend Vögel. Aido 48 und sein Freund der Anti-Schilling. Talentlose Hurensöhne, Zeit ist abgelaufen, so wie 1970 Köping. Flair sucht wieder Stress und wird von Marvin gut zerfetzt. Sogar P.I. hat den fetten Bastard in K.O. versetzt. Das ist der Patrick. Boah, shit, Digga, warum krieg ich gerade so Reportage YouTube Germany District, Digga? Boah, Digga, warum hab ich gerade so YouTube Germany District Vibes von Reportagen, Digga? Boah, Bruder. Digga. Huch. Okay, warte. Ich will wissen, ob ich da irgendjemanden von kenne, namentlich, ja. Werd dich nicht versöhnen, Part wird ein Schockmoment, Chidori, tausend Vögel, Aido 48.
Shidori 1000 Vögel, das ist ja. Boah, jetzt, ey, ich sag nichts Falsches. Ich sag nichts Falsches, kein Bock drauf. Nein. Ich weiß mal, was damit gemeint ist. Den Vergleich hat man ja schon mal gehört bei, oder die so eine Line hat man ja schon mal gehört bei SpongeBob im Song Rasengan. Scheiß einfach wirklich drauf, Digga. Es ist 4.30 Uhr, was mache ich hier überhaupt? So, was, wer ist er jetzt? Aldo 48 und sein Freund. Aldo 48, ja, keine Ahnung. Anti-Schönling, talentlose Hurensöhne, Zeit ist abgelaufen, so wie 1970 Köping. Flair sucht wieder Stress und wird. Was Köping, Bruder? Klingt schon beschissen, aber. Was ist das? Ah, wieder Flair, Digga. Marvin gut zerfällt, sogar Pia hat den fetten Bastard in K.O. versetzt. Da sitzt der Patrick wieder und ist stark verletzt. Extra Möhres fürs Geschenk. Kechi ist ein fetter Ficker, Emo Kinderficker. Ich überschütte diesen Wichser mit Benzinkanister. Kleiner Pedo-Pisser, ey. Fuck du Selfie, zieht mal wieder Streamer in der Phasen ab. Sie braucht da. Bruder, warte mal. Macht er gerade einen YouTube Germany District, Digga? Solltest du ein YouTube Germany District sein, Alter? Okay, warte, was ist mit Selfie? Warte, was ist mit Selfie oder wie auch immer die heißt, keine Ahnung. Kleiner Pedo-Pisse, ey. Fuck du Selfie, zieht mal wieder Streamer in Alphasen ab. Sie braucht halt das Geld, weil sie hat halt keinen Arbeitsplatz. Jack nicht Luca denkt, der könnte einen Filter produzieren, dadurch jetzt was profitiert. Ich, ganz ehrlich, ich verstehe das Ding mit Selfie, mit der Referenz zu Maxify nicht. Das am besten mal erklären, bitte, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was damit gemeint ist, weil eigentlich waren die Videos doch ganz okay von den beiden zusammen. Gut, auch hat sie so ein bisschen, ne? Ab und zu mal in eine andere Richtung abgedriftet ist mit meinen Videos. Sag lieber nicht so viel. Ich gebe euch einfach die TikTok-Reaction-Videos davon. Dann wisst ihr es. Aber eigentlich, die beiden sind doch eigentlich ein ganz gutes, ich sag jetzt mal, Streaming-Team jetzt, ne? Auch wenn die ja nicht wirklich viel zusammen machen, so, ne? Ich sag mal so, als Streaming-Team, Aufnahme-Teams, ist doch eigentlich ganz gut. Also. Wüsste jetzt nicht, warum einer von den beiden das verdient. Ganz ehrlich. Eigentlich finde ich die okay. Gut. Okay, check mich, Luca. Gut, da habe ich ja auch selber jetzt über die Zeit, wo ich diese Connection aufgebaut habe, zu den Jungs, ja, habe ich da ja auch schon das ein oder andere mitbekommen, was gegen ihn in die Richtung geht. Weil sie hat halt keinen Arbeitsplatz. Jack nicht Luca denkt, der könnte einen Filter produzieren. Dadurch jetzt was profitieren. Ey, ich will gar nichts sagen, ne? Ich will mich gar nicht jetzt irgendwie, ich will jetzt gar nicht irgendwie in so eine falsche Richtung gehen. Aber der Hard Knock, like, dieses Hard Knock, like, Hard. Ah, noch nicht. Dieses Hard Knock. Hardcore? Hard Knock? Hardcore, Digga. Wie komme ich auf Hard Knock? Hardcore Life Ding war eigentlich gar nicht mal so kacke gemacht. Also es ging. So klar, es ist jetzt nicht sowas wie, weiß ich nicht, die Sachen von RMX Diego. So, das kann man sich wenigstens häufiger anhören. So, das war so ein Ding, das habe ich mir einmal angehört und danach nie wieder. Ich glaube, ich habe sogar kommentiert oder so, dass ich das eigentlich ganz geil finde. Aber nie wieder angehört. Ich habe da mal einmal reingehört und dann, ne, Digi, lass mal. Bleib ich lieber bei den Leuten, die ich sowieso höre. Glaub ich jetzt was profitieren? Sinja würde dir die Fresse sicherlich polieren. Aber können nichts dafür, dass du leider kein Vater hast. Alles voller Beef, schocken sie den Krieg. Viele Fotzen dachten ja, sie hätten mich besiegt. Aber Bitch, please, ich schieß. Lade nach und repeat. Jeder dieser Wichser hat es verdient. Schocken ist die Endstation, lad wie kein Ziel. Bitch, please, ich schieß. Lade nach und repeat. Ja, was hat er denn für einen
Filmgefühl daraus gemacht, Bruder, bitte. Machen jetzt bei Insta Ansagen, wollen mir damit schaden, aber davon noch bei meinem Remix Ego verblasen. Auf Beater, Pitch Correctus, Melodyne und Tierheit, dieser Art ist hoch, Zeitverschleiß. Shiro, Shio, oder ich mach nen Deutsches Takeover. In Katja waren mehr Männer drin als im Pferd von Troja. Ich weiß nicht, Diggi, das ist crazy. Na, Bro, warte. Kleine Wichser machen jetzt bei Insta Ansagen, wollen mir damit schaden. Digga, aber was hab ich denn. Ja, was hab ich denn schon wieder verpasst, Digga? Oder irgendein random macht Ansagen gegen Akaya, Mann, bitte. Halt's Maul. Oh, Shogun ist. Was? Shogun. Oh, Shogun, jetzt hab ich aber Angst. Digga. Rett auf dein Kopf, Morok. Warum du bist. Aber davon noch bei meinem. Okay, also viele gehen anscheinend auch so hauptsächlich auf den RMX-Ego-Kanal und versuchen das so ein bisschen, ne, zu machen. Auf Beater, Pitch Correctus, Melodyne und Tierheit, diese Art ist hoch, Zeitverschleiß. Shiro, Shio, oder ich mach nen. Bruder, wer soll noch alles kommen, Bruder? Wie oft will man Tilo eigentlich noch dissen? Ist der Typ nicht schon längst am Boden, Bruder? Der Typ ist doch schon längst keine Rede mehr wert, Digga. Oder habe ich da schon wieder irgendwas verpasst, Digga? Ich habe auch irgendwie nicht wirklich verstanden, wer noch gemeint ist. Wer ist er, ne? Ist das nicht Flo oder so? Warte, wen haben. Auf Beater! Keine Ahnung, wer er war. Okay, Tilo? Oder war das gerade Ding, Digga? War das gerade Angel, Alter? Noch bei meinem Remix-Ego verblasen. Auf Beater, Pitch Correctus, Melodyne und Tierheit, dieser Art ist hoch. Okay, das ist sehr random. Das ist sehr random. Warum auch immer Angel Payne da drin ist, aber okay. Zeitverschleiß. Shiro, Shio, oder ich mach nen deutsches Takeover. In Katja waren mehr Männer drin als im Pferd von Troja. Ich weiß. Ey, das ist auch noch so die gottlose Leid, Digga. Bruder. Ich weiß nicht, ob sich dieser Shit hier lohnt, aber ich bin fucking Shogun. I sit on my throne. Alles voller Beef. Shogun sieht den Krieg. Viele Fotzen dachten, ja, sie hätten mich besiegt. Aber bitch, please. Ich schieß, lade nach und repeat. Jeder dieser Wichser hat es verdient. Shogun ist die Endstation, lass die ganz hier. Bitch, please. Ich schieß, lade nach und repeat. Okay, jetzt haben wir hier anscheinend auch noch so eine kleine Ankündigung oder was? Razor's Edge Stunt Emotions. Gut, I don't know, was damit gemeint ist, bin ich ehrlich. Geiles Ding. Geiles Ding, Diggi. Ja, Mann. Ey, das war fett, Digga. Das habe ich gebraucht, Digga. Das haben wir alles gebraucht. Das war fett, Alter. Das war fett. Das war wirklich. Das war stark, Alter, wirklich. Das war.
Ich glaube, das haben wir alle gebraucht, auch wenn ich die meisten, ja, ich sag jetzt mal, Disses an die ein oder andere Person nicht verstanden habe und auch irgendwie nicht verstehe, warum die drinnen sind. Klar, Flair und so, kann man sich drüber streiten. Auch wenn der für mich auch mittlerweile keine Rede mehr wert ist. Tilo sowieso nicht, von Anfang an nicht. Ja. Hatte ich nie auf dem Schirm, werde ich nie auf dem Schirm haben. Noch nie einen Song von dem gehört. Also von daher. Anderen Sachen verstehe ich halt wiederum nicht. So dieses Selfie-Maxify-Ding verstehe ich nicht. So, keine Ahnung, irgendwie. Ich komme mit dem Diss nicht klar. So, ich verstehe den nicht so ganz. Ja, ich hinterfrage auch ehrlich gesagt nicht, warum Dingens in dem Video drin ist. Ich frage jetzt nicht, warum Angel Payne da drin ist. Da ist wahrscheinlich irgendwas im Background so. Das sollen wir auch ruhig zwischen denen im Background bleiben. Ich lasse mich nicht in irgendwas mit reinziehen. Aber ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, diese Connection zu verlieren. Dafür ist mir das Ganze zu viel wert. Ja. Leute, ich packe euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Ich packe euch die einzelnen Songs auch nochmal in die Videobeschreibung. Also, Spotify. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, Koski. Bis dann. Tschüssi.